Hallo Leute, jawohl. Ganz genau, Folge B. Ja, 17B. Ich zünze nochmal die Pulle. Oh, ihr habt ja noch nicht von genug von gesehen. Und hier, oh, vom wilden Heinrich. Wildwürstchen diesmal. Ganz genau, die habe ich mir abgeholt hier. Ist ein Laden bei mir um die Ecke. Und Freunde, wer den wilden Heinrich noch nicht kennt, ganz cooles Startup-Unternehmen. Ich werde da mal eine On-Tour hinmachen und dann werdet ihr mehr darüber erfahren. Aber das kommt erst im nächsten Jahr, also im Januar oder was, ne? Mal schauen. So, alles klein gesäbelt hier. Und dann kann natürlich hier... Matti, nimm doch Wurftechnik. Ui! Uah! Jetzt Wurftechnik. Hey! Uah! Die dritte Hand hat mir geholfen. Johnny, du Schwein! Football! Uah! Da kannst du ja nicht weitergehen, ja. Da ist die Wurst. Bacon. Oh, Mann, weil Pilze hier. Der hat der Veggie mir zugeworfen, aber ich werde sie mit Fleisch vernichten. Ein bisschen Paprikapulver hier. Das Ungarische. Und hier noch Pilze hier und hier ein Grünzeug hier. Lauchzwiebeln. Tasse Sahne. Und der Bacon erstmal rein. Wurstewok Folge B. Ja, let's walk die Wurst. So, Freunde. Wurste grillen kann jeder, aber es muss gewokt werden. Ja, aber erstmal muss die dritte Hand noch ein bisschen Kohle nachgießen. Ah ja, Bacon, den lassen wir doch mal langsam ein bisschen auskochen hier. Bis die Kohle richtig durchgeglüht ist. Ja, sie hat schon wieder Heat hier. Ja, Pilze rein hier. Ja, welche Sorte das ist, das sage ich euch hinten. Ich kenne mich da nicht aus. Ihr kennt mich ja. Grünzeug ist nichts für mich. Ne? So, Freunde. Und hier, wow, ist schon Heat, man. So, ja, sehr schön. Die schon mal zur Seite hier. Naja, Apparillo ist schon mal startklar, sonst wird er uns hier zu heiß. Oh, könnte man jetzt schon so vernaschen, wenn man nur auf dem Nachttisch steht. Aber ist noch nicht fertig. So, jetzt lunzen wir natürlich ein bisschen Öl wieder rein hier. Erdnussöl war es. Und dann die Würste rein hier. Die Wildwürste. Wow, ey, da spritzt jetzt sogar die Kamera an. Umgerührt hier. Sehr gut. Und dann kann wieder hier der Schütteltrick gleich genossen werden. Oh, jawohl. Da läuft doch hier mit dem Gerät. So. Portwein hier rein und in Ladung. Ah, hab da noch ein bisschen. Ne, los, du da, nicht geizen hier. Sehr gut. Oh, wie es brutzelt. Das sieht schon mal gut aus. Mm, das passt gut zu Wild. Ein guter Wein. So. Oh. Ja, sieht immer aus wie Maron, aber es sind Würstchen. So könnt ihr eure Braut ein bisschen verarschen. Ah, so leckere Maron haben sie noch nie gegessen. So, rein hier in den Pott. Na komm schon hier. Ja, ein bisschen schütteln muss man. So, bin noch nicht fertig hier. Kommt noch mehr rein. So, nochmal Pilze hier. Richtig. Champignons. Ah. Und dann ein bisschen umrühren hier. Oh, sieht gut aus. So, Wein nochmal hinterher hier. Nee, ach Quatsch, war Schwarzbier. Vergessen. Groß und Gürz, Schwarzbier rein. Und nun, jawohl, haben wir ein Köcheln hier. Das sieht nicht gut aus. Da muss mehr Grün rein. Volle Pulle. Und weg. Verschwinde Trick. Was ist das denn hier? Verdammt nochmal hier. Schnell umrühren hier. Ist ja nur Gemüse hier drin. Wer hat das Grünzeug da reingetan? Ja, ich wollte nur ein Bierchen holen, ey, und dann hat man den Salat. Ah, warten wir's mal ab. Wow. Ja, das ist mal ein Gewürzregal, Freunde. Sieht aus wie Las Vegas. Oh, das nehme ich mir da oben hier. Paprika, stand zwar eben schon auf dem Tisch, Freunde, aber kleines Replay, wo ich das weg habe. Ein Löffel rein. Und jetzt könnte endlich das Fleisch wieder hinterher. Richtig, jawohl. So sieht's aus. Und das vom Anfang mit dem Bacon. Ja, dann schmeckt da auch nichts mehr von dem Salat vom Veggie Ninja. Ah, die Lauchzwiebeln. Der Lümmel. So. Gläschen Sahne hinterher. Und dann müssen wir aufkochen lassen. Mmh. Ich würde sagen, Freunde, ein fantastisches Mal. Der Extraklasse. Geilomat 3000. Sehr schön. Umrühren, umlunsen. Gleich wemsen wir es schön auf den Teller. Oh, das sieht gut aus. Jawohl. Und rein hier. Kleine Männerportion fertig hier. Ja. Wie es duftet. So, es ist hier noch Weihnachtszeit. Tada, Freunde. Hey, Rezept nochmal hier. Yeah. Da sind doch die
Die Pilze da, wie sie geschimpft werden? Ja, ganz genau. Und ich werde mir gleich schön hier sowas nehmen hier, ne? Der sieht gut aus hier. Und ab in den Hals. Bitte! Da fehlt noch etwas Gemüse. Etwas rüber. Doch, die ganze Pulle rüber. Ja. Drehteller, Trick. Dreh. Und jetzt gönne ich mir noch ein kleines Häppchen. Lecker. Oh, Freunde. Ich weise noch mal aufs Gewinnspiel unter. Auch hier kann man drunter posten ein schönes Weihnachtsgedicht und man gewinnt diesen Meisterwok. Also ich verlos nur einen, natürlich. Ne? Aber ob unter diesem Video oder einem A-Video, ist egal. Und Freunde, Wilder Heinrich, ich werde kommen und euch zeigen, wie dieser Laden funktioniert. Ballert's euch rein, Boys and Girls.